Ah! Oh mein Gott! Fuck, Alter, was war das bitte? Und damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt auf meinem Kanal. Das Ganze nennt sich Rise of Insanity. Und ich weiß nur so viel. Es ist auf jeden Fall wieder ein Horror-Game. Und wir sind wohl Psychologe. Und es ist irgendein Verbrechen passiert in den 70er Jahren. Irgendeine Familie wurde wohl auf mysteriöse Art und Weise umgebracht. Und der Verdächtige ist Patient dieses Psychologen und der Psychologe versucht nun auf ganz merkwürdige Art und Weise seine Psyche zu erkunden und herauszufinden, ob er denn der Täter war oder nicht. Und ich würde sagen, ich habe noch gar nicht reingeguckt, also ich weiß wirklich absolut nur das, was bei Steam steht von dem Spiel. Und dementsprechend würde ich sagen, starten wir einfach mal und schauen, was passiert. Na, toll. Jumpscares. Ich freue mich. Keep calm. Relax. And calm down. Calm all your senses. My name is Dr. Stephen Dara. You are here because your disorders started to get out of control. You ceased to behave normally, and disturbing thoughts took control over you. You will undergo my original therapy. I will show you the film I created. And at the end, you will tell me what feelings you have while watching it. And if you saw anything worrying. Okay. Na, ich bin ja mal gespannt. Eigentlich sollte das Ganze auch auf Deutsch sein. Okay. Okay, wir gucken uns erstmal kurz um, aber mir ist die Maus ein bisschen zu schnell. Hier Steuerungseinstellung. Geht.
Aber ich muss sagen, es sieht schon ganz cool aus soweit. Okay, hier gibt's nichts. Hier. Mhm, okay. Ein Ball. Okay. Oh Gott. Okay. Das sieht schon ein bisschen komisch aus. So, hier war auch noch ein Buch. On your fifth birthday, happy birthday, Steven. Okay. Geflügelzucht und Reproduktion von Richard Birdman zu deinem 7. Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch, Steven, Papa. Okay. Oh Gott. Warum kann man den hier nicht aufmachen? Da ist Alkohol drin. Naja, gut. Patient Edward. Patient Edward. Erste Befragung, erste Diagnose, neue Therapie testen, auf das Ergebnis warten. Okay, Edward ist dann wohl wahrscheinlich dieser Patient, den wir dann haben werden. Hier ist nichts weiter. The patient's data. Edward, 41 years old, day September 1st. I know Edward as far back as I remember. He worked as a gardener in our neighborhood. From the preliminary interview, I got to know that he suffers from a dream disorder. He has constant nightmares and can't sleep well, as well as a memory disorder. Sometimes he doesn't remember what happened a couple of days or hours ago. I have some suspicions connected with this case, but it's too early for the detailed diagnosis. Mhm. Aber, Moment, Einstellungen, Spiel, Sprache, Deutsch. Na gut. Was wir hier so finden. Dr. Dowell beginnt seine neue experimentelle Behandlungsmethode. Aha. Das ist auch ein Riesenhaus, ne? Hier können wir nicht rein. Okay, aber... Ah, okay. Mit der Maus doch nochmal. Es tut mir leid. Steuerung. Dududum. Doch nochmal ein bisschen runtergehen. The family's tragedy. A mother and child were murdered. And the violator was... Ich habe auch echt keine Ahnung, ob das Spiel irgendwann noch richtig gruselig wird, ob es wirklich Jumpscare-lastig ist oder nicht. Ich habe das entdeckt, ich habe einen Trailer dazu gesehen auf Steam und dachte mir, boah, irgendwie voll cool, musst du mal probieren. Madness Symphony. Gut, spielen kann er scheinbar nicht. Gucken wir mal erstmal hier, was wir hier noch haben. Hier haben wir einen kaputten Spiegel. Oh mein Gott! Seht ihr das?
Matratze sieht doch da ganz anders aus. Da. Oh Gott. Gut, okay, das heißt, wir müssen dann wohl doch erstmal hier lang. Müssen wohl wirklich erstmal alles erkundschaften. Sehr geehrte Frau Dowell, ich möchte Sie daran erinnern, dass Sie mir freie Hand über einen Teil des Gartens gelassen haben. Daher habe ich mich entschieden, dort Dahlien zu pflanzen, die gut zu den Waldreben passen. Ich habe alles mit weißem Mohn umgeben. Es wird Ihnen gefallen, Edward. Okay. Da läuft die Glotze. Hier können wir wieder nichts machen. Hier draußen jemand? Nee. Honey, oh. Please turn off the TV. It's gonna be stormy. Was? Schatz, vergiss nicht, dass du heute Dienst hast. Name des Schülers, Theodore Dowell. Englisch 2, Mathematik 1. Das Zeugnis. Okay, naja gut. Scheint er ja... Ist auch nichts drin. So, Fernseher aus. Oh Gott! Was? Wo? Wo denn? Wo ist denn das Telefon? Am I talking with Dr. Stephen Dowell? Ja. Also bisher ist es noch nicht gruselig. Patient Edward 41. Day September 11th. Patient has told me about his dreams where he tries to murder his wife and child. As far as he said before, he's a bachelor and he hasn't said anything about children. It could be some traumatic memory from his childhood. I have to get to know about it during our next meeting. It is a harder case than I expected. Some symptoms indicate that the patient can possess multiple personality. Okay. But these are only suspicions. I have to ask my friend, Abraham. Da liegen Spritzen drin. Hier haben wir noch eine Notiz. Es steht noch nicht fest. Bitte kommen Sie in der Leichenhalle um... In die Leichenhalle um... Oh Gott. In die Leichenhalle. Dein Ernst. Na gut. Oh. Alter, das ist wie ein schlechter Mix aus Outlast und... The Evil Within. Nee, lass mal.
Oh, ich hasse es jetzt schon. Jetzt wird es langsam ein bisschen creepy. Also jetzt, na gut, es wird jetzt nicht gleich einer davor stehen. Alter, ist das euer Ernst? Oh mein Gott, da ist was gelaufen. Eine Quietsche-Ente, ist das euer Ernst? A key to her heart is located where your journey began. Ein Schlüssel zu ihrem Herzen habe ich da gefunden, als deine Reise begann. Alter, hier ist doch gerade irgendjemand reingelaufen. Kann ich die Tür wieder zumachen? Okay. Eine hässliche Lok. Keine Ahnung. Ist schon Abfuck. Ein Schlüssel zu ihrem Herzen befindet sich dort, wo deine Reise begann. Muss ich hier wieder zurücklaufen. Ich ahne das schon. Ich werde hier gleich wieder erschreckt. Ist hier irgendwo eine Zahlenkombination? Oder muss ich wieder hoch? Ich fahre erstmal wieder hoch. Oh mein Gott! Da, wo meine Reise begann. Alter, was war das bitte? Lieber Abraham, entschuldige, dass ich so lange nicht geschrieben habe. Mir fehlte durch meine Familie und meine Arbeit einfach die Zeit. Ich hoffe, dir geht es gut. Wie geht es deiner Frau Bertha? Ich habe hier einen Fall mit einem Patienten Edward verwischt, 41 Jahre alt. Er sagt, er hätte sowohl Schlafprobleme als auch Schwierigkeiten mit seinem Gedächtnis. Ich habe kleinere Tricks beobachtet. Manchmal zuckt er abrupt mit dem linken kleinen Finger. Er hat mir von seinem Albtraum erzählt, der ihn beschäftigt. Es ist der einzige Traum, an den er sich erinnert. Er sagt, er versuche dort seine Frau und sein Kind zu töten. Dazu kommt es jedoch nie, da er stets vorher aufwacht. Seltsam ist, dass Edward ein Junggeselle ohne Kinder ist. Was hältst du davon? Meiner Meinung nach ist dies der Anfang einer Schizophrenie oder einer Persönlichkeitsstörung. Aber du hast mehr Erfahrung in der Psychologie. Mit besten Grüßen, Stephen Dowell.
Sehkraft prüfen, Zimmer 6. Ja. Das komische, hässliche Evil Within Zimmer. Okay, alles klar. Mutter und ihr 7-jähriges Kind ermordet. Warte mal. 6, 7. Ne, hier. Ha! 6, 2, 9. Garantiert. Sechs, zwei, neun. Okay, alles klar. Fahrstuhl. 6, 2, 9. Der Jumpscare von eben war eigentlich total billo, ne? Okay, ich renne einfach, ich renne einfach. Ich renne, 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 renne. So. 6, 2, 9. Yes! Aber meine Lieben, was sich hinter dieser Tür verbirgt, das erfahrt ihr in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Einschalten. Wenn euch das Ganze gefallen hat, lasst ruhig einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht getan habt. Folgt mir auf Twitter, Facebook, Instagram. Ist alles in der Videobeschreibung. Ansonsten lasst was Schönes in den Kommentaren da. Schreibt was Schönes rein. Und mal sehen. Vielleicht gibt es ja in der nächsten Folge ein paar mehr Jumpscares. Also, bis dann, euer Hasshase.